Guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind bald Level 44, das heißt, wir können den Stab benutzen, den guten. Und ja, ich habe leider kurz meine Grafikkarte erneuern wollen. Und deshalb habe ich ein paar Tage keine Videos gemacht, wegen, ja, nicht funktioniert. Des PCs Bootprobleme. Und dann habe ich gesehen, ja, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Dann habe ich gesehen, dass ich ein Kabel vergessen habe. Und das Kabel war unterhalb von diesem Strang an Kabel. Das sah man nicht für die Festplatte und natürlich ging das nicht. Das habe ich dann entdeckt, dass die Festplatte gar keinen Anschluss hatte oben. Also nur der Hauptanschluss und nicht der Nebenanschluss. Und ja, dann habe ich es wieder gelöst. Ich hätte fast noch einen neuen PC kaufen müssen, weil ich dachte, ja, dann wäre noch das Netzteil kaputt, also zu schwach für die neue Grafikkarte. Aber jetzt kann ich die Grafikkarte einfach nicht verwenden. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil es ist eine der besten GeForce-Grafikkarte. MSI GeForce RTX 280 Ti. Super. Und ja, ich möchte die schon verwenden. Und eventuell kaufe ich mir jetzt einen PC und baue die dann ein. Ja, die ist so mega stark. Wie die Titan vor ein paar Jahren. Und die Titan ist ja die höchste Grafikkarte von GeForce. Und deshalb, ja. Ich möchte aber gerne ein paar Skikröten noch haben, damit wir Level Up haben. So. Also heute mal keine Warzone. Sonst mache ich immer gerne Warzone mit euch zusammen. Dafür ein Livestream heute noch. Und jo. Wir werden ja dann noch sehen, was wir machen können heute und morgen. Ich möchte ein Regnum-Wochenende machen. Ah, die Grafik. Mann, ich liebe die Grafik, wie ich sie jetzt momentan eingestellt habe. Es geht noch besser, noch viel besser wahrscheinlich. Aber ich möchte natürlich nichts riskieren. Gerade mit der alten Grafikkarte noch. Also der mittlere, der ist am schlimmsten. Ja, die Syrten haben wieder perverse Gedanken. Okay, ich auch. Tut mir leid. Jo, also. Dann noch etwas, da die Entwickler sehr langsam patchen und viele Ungereimheiten einfach endlich mal weggehen müssen. Schreibt alle im Discord-Forum von den Entwicklern, also Regnum, Discord-Server, ein Faultier als Protestaktion, dass sie faul sind. Einfach mal alle ans Posten immer wieder nach Patch, also nach diesen Dingen. Also momentan ist ja ein Drop-Boost und XP-Boost aktiv, dass sie einfach zu wenig machen und einfach nur ködern wollen mit den Bonis, mit den XP-Bonis und so Sachen. Aber eigentlich sonst nicht viel machen. Und ja, den Patch natürlich echt nicht auf unseren Anbedenken machen. Niemand will diese Warzone, habe ich gehört, so von Kollegen und von anderen Clans und so. Von vielen Leuten, dass die gar nicht das brauchen. Wer braucht schon so eine Warzone, so eine kleine PvP-Insel? Das ist nichts, dafür hat man ja die Warzone. Also für mich macht das mehr Spaß, als immer gegen den gleichen Gegner zu kämpfen und immer wieder respawnen und so Sachen müssen. Nee, es ist nichts für mich. Also es ist nicht in meinem Anliegen sozusagen. Und ja, danke für die vielen Kommentare. Ist wichtig, dass ich natürlich auch ein bisschen Kenntnisse bekomme. Und für die tollen Tipps, also zum Beispiel, einer hat gesagt, ich habe im letzten Part gefragt, wieso Meteor, wieso setzen so viele Meteor ein? Ich habe gar nicht gewusst, dass der Schwindel auslöst. Ich dachte, der macht nur Schaden. Und deshalb, ja, klar, durch den Schwindel ist er natürlich so toll. Also ich werde Meteor dann skillen, wenn ich genug Mana habe. Aber solange ich nicht gute Items habe, ist wahrscheinlich Meteor eher dann einfach hinderlich, dass man, ja, das... Wenn man noch keine Stabskillung verwendet, also ich würde schon gerne eher auf Stabskillung gehen und dann nehme ich Meteor mit. Aber ohne Stabskillung ist Meteor einfach zu
Ja, ressourcenfressig. Also manafressig, pressend. Und das sollte ich ein bisschen verhindern müssen können. Ah ja, wir haben ja jetzt ein Level Up. Jetzt gehen wir sofort den Stab holen, wenn ich ihn nicht schon dabei habe. Ja, leider nicht. Was habe ich bekommen? Steht gar nicht. Ich habe nichts bekommen. Hey, ich habe eine Kiste geöffnet. Und da oben stand's, gell? Was stand da? Mann, aber wieso bekommt man das? Hä, das ist doch ein Betrug. Das muss hier auch stehen. Okay. Ja, diese Überraschungskisten sind sowieso nichts wert. Die sollen sie ändern als Login-Bonus. Nicht mehr diese Kisten, sondern bessere Kisten reintun. Die auch Items geben. Items sind doch wichtig. Ja, was habe ich noch bekommen? Ich habe ein Kriegsherrenschild aus Silber gedroppt bekommen, aber eventuell werde ich das verkaufen, weil ich kein, also der Ritter schon stärker ist. Vielleicht ein besseres Schild hat. Muss ich da noch schauen. Und ein Kucha-Katana. Das ich eigentlich dem einen Hardstyle, also Shadow, geben möchte. Aber der spielt jetzt gerade nicht so viel Regnum. Also der ist immer noch Level 6 oder so. Er hat einfach nur einen Tag mal ein bisschen gespielt. Ich werde ihn noch ein bisschen überzeugen, denke ich. Weil das natürlich auch ein tolles Spiel für ihn ist. Er nur halt ein bisschen weniger, also zu viel Ablenkung von anderen Games hat. Aber er hat Spaß daran und deshalb möchte ich ihn schon ein bisschen dazu bringen, dass ich da ihn doch ein bisschen motiviere. Weil es tut ihm gut, so ein bisschen ein ruhigeres Spiel zu spielen. Weil mir tut es auch gut und wir haben beide ADHS. Ja. Diese blöde Krankheit, also nicht mal Krankheit, sondern einfach Stärke-Boost. Ja, wir haben Sinnes-Boost. Und deshalb auch mehr Ablenkung manchmal. Aber ich habe das so gut gelernt durchs Let's Playen, dass ich eigentlich so gut wie keine Aufmerksamkeitsdefizit mehr habe. Ich habe eher die Hypersensibilität, dass jede Lautstärke, also jeder Krach, jede Grafikeinstellung, wie zum Beispiel Bloom oder HDR, einfach zu viel in meinem Kopf, also gedanklich macht und so. Bisschen anstrengend, mehr anstrengend. Und deshalb, ja, spiele ich natürlich eigentlich so mega geile grafische Games, außer Skyrim. Also Skyrim gemoddet, sieht einfach unglaublich schön aus, aber das macht den Augen trotzdem nichts an, weil es auch nicht so mega Bloom hat wie andere Games. Ja, Skyrim Special Edition hat schon viel Bloom. Aber nicht gerade so, dass ich jetzt sagen kann, nee, das ist nicht gut, aber so Call of Duty und so, das kann ich einfach nicht geben wegen der Grafik. Ich kann es nicht. Das strengt meine Augen so extrem an. Oh, ich muss ja da zum Händler. Ist ja natürlich klar, dass ich natürlich wieder abwesend bin. Geisteswertig irgendwo. Hey. Schauen wir mal, Magneten haben wir nur drei, da habe ich erst kürzlich reingetan. So. Dann den Start mal ausrüsten. Dankeschön, Tax Collector, nochmals für den Start. Ist schon ein guter Start, also den tue ich jetzt mal rein. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, gut, dann sind die Sachen wieder hier. Das ist so, also die müssen das Inventar unbedingt verändern. Es geht einfach gar nicht, dass ich da immer Probleme habe mit meinem ADHS. Wo ist jetzt mein Schild hin? Ja, es ist gut. Spiele, ne, geht nicht auf die Nerven. Ah, die sind immer noch drin. Ja, dann. Ist ja klar. So. Auf meinem Schrotti hin. Boah, der Stab sieht geil aus.
Das ist ein Ignis-Stab scheinbar. Der frische. Sieht aus wie ein Dädra-Stab. Ja, jetzt gehen wir eigentlich Warzone, oder? Wir gehen Warzone. Ich hab Lust, Warzone zu machen mit meinem neuen Stab. Ne, wir bleiben noch hier. Weil ich werde sowieso weiter leveln, wenn ich EXP Boost habe, dann muss ich das auch ausnutzen, obwohl ich 2, 3 Tage zu spät bin. Ich denke sogar 4 Tage zu spät. Es geht nur noch bis Sonntagabend und deshalb mache ich auch gerne mal noch die Livestreams und so, damit wir noch ein bisschen farmen können. Und dann halt die Warzone danach, aber ich muss unbedingt noch etwas finden. Deshalb gehen wir halt wieder zurück. Also es ist. Ich gehe noch skillen. Ist natürlich wieder typisch. ADHS. Wenn man einfach Sachen nicht machen kann, weil man nicht so das Ta-Ta-Ta und Ta, also dieses Multidenken hat wie andere, zu viel Ablenkung hat und Sachen nicht macht, Stadt verlässt in Regnum und etwas vergessen hat und wieder zurückgeht. Ja, typisch. Aber das haben viele auch nicht, ADHS. Nur es ist halt echt ein bisschen nervig gerade. Jetzt was killen? Eigentlich Blitz, aber Blitz ist mir ein bisschen zu langsam. Irgendwas Passives. Nein, kein Widerstand. Doch, kein Widerstand. Brauche ich eigentlich auch nicht, deshalb alles hier rein. Und dann halt weiter. Ich habe einfach nichts mehr Damage-typisch zum Skillen. Also schon noch, aber ja, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Ich gehe jetzt mal unten durch. Diese Linien, ich weiß nicht, wie man diese Linien wegbekommt. Also, wenn man ganz genau schaut, immer an dieser Stelle gibt es diese Linien. Immer wenn ich hier unterhalb von Birka, also so neben und unterhalb von Birka bin, habe ich diese Linien hier am Berg. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich vom Spiel. Ich glaube kaum, dass das irgendwie etwas, weil sonst ja nirgends ist. Aber jedes Mal, wenn ich hier aus Birka rausgehe und das Gebirge anschaue, habe ich diese Linien. Keine Ahnung. Also habe ich keine Linien. Also sind nicht sichtbar. Naja, gut. So, und ja, danke schön eben für die Kommentare, für die Interesse an Champions of Regnum. Ich mache natürlich sehr gerne weiter. Je mehr ihr macht, desto mehr bin ich ja motiviert, etwas zu machen und viel zu machen. Deshalb auch die Livestreams und deshalb auch, dass ich einfach viel zu viel deshalb sage. Ja, ich bin momentan echt ein bisschen am Plan von meinem Leben. Also wie es weitergeht und so weiter. Und deshalb, deshalb. Gut. Ich erkläre wieder zu viel. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal wieder ein bisschen vorwärts machen, in Champions of Regnum, damit es mir auch wieder ein bisschen besser fällt, das Spiel zu genießen. Also nicht immer aufs Leveln, ja, immer nur Leveln, ist natürlich auch nicht so motivierend. Ja. Also. Wir gehen hier nicht farmen, wir gehen ein bisschen weiter weg. Hier hat ein Unterschied. Ja, okay, bleiben wir hier. Also wir haben jetzt noch die Golems leider auf gelb, aber das macht mir doch keine Probleme mit dem neuen Stab, hoffentlich. Ja, also der Schaden ist jetzt noch nicht so hoch. Hä, ist der runter? Ah, ich habe ja noch nicht so viel voll gebufft. Aber irgendwie. Ja, der Stab ist halt nicht so ausgelegt auf Stab. Also der hat Chance auf kritische Treffer. Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich schon recht gut, aber trotzdem ist er langsam. Dann hat er Blitzschaden. Aber es ist Coldschaden, also der Blitzschaden ist, glaube ich, nicht so hoch. Dann
Ich brauche ein bisschen einfach Tutorial, also ich weiß einfach jetzt nicht, ob der Blitzschaden einfach plus dazu auf den Coldschaden geht oder dass nur der Blitzschaden noch gebufft wird. Aber das glaube ich eher nicht. Das ist einfach nur schlecht geschrieben. Und ja, die Gesundheit ist natürlich schon eigentlich geil. Ja, das sind 703 Maximum Gesundheit. Okay. Aber irgendwie war mein anderer Stab ein bisschen besser vom Schaden her. Aber nur knapp schlecht. Ja, ist halt natürlich typisch. Das Regnum hat immer so, ja, komische Itemsatz, wo man halt denkt, wieso muss das überhaupt droppen? Also wieso sind alle Eigenschaften von den Items auf allen Items, also dass zum Beispiel auf den Stäben Angriffsgeschwindigkeit oder so ist, obwohl man eigentlich jetzt nicht unbedingt immer Angriffsgeschwindigkeit braucht. Das ist so eine Sache. Aber ich habe ja eine Stabskillung, deshalb brauche ich's. Gut, und ja. Wie war ich auf dieser Insel? Ich war nur einmal auf dieser Insel. Als Game Master, als sie neu rausgekommen ist. Übrigens, jemand hat noch gesagt, wieso er damals aufgehört hat, und das war das Gleiche, dass ich damals auch einen Account verloren habe, also die Charakter auf dem Account verloren habe, das weiß ich noch genau. Und deshalb stimmt es wirklich, dass es mal wirklich ein paar Spiele betroffen hat, oder viele Spiele betroffen hat, wegen Gamigo. Die haben wahrscheinlich immer wieder selber Probleme gehabt und haben die Charaktere dann verloren und so. Keine Ahnung. Ja, als die Lamai rausgekommen sind, bin ich, also ist er, der so geschrieben hat, dann rausgegangen aus dem Spiel und hat nicht mehr weitergespielt. Kann ich wirklich verstehen, dass man da stocksauer ist, wenn solche komischen Aliens ins Spiel finden. Und ja, das ist so eine Sache, weil ich war damals auch nicht gerade so motiviert. Ich habe ja dann angefangen, den ersten Gameplay-Part, also Let's Show Gameplay-Part, rauszubringen. Und dann war ich auch nicht gerade so extrem motiviert. Ich musste mich gewöhnen an die Lamais. Und damals war ich, glaube ich, kurz Syrte. Und hab mir ja eigentlich einen recht guten Charakter aufgebaut. Diese Beschwörerin damals. Heilerin Monika hieß sie. Und so habe ich. So, leveln die immer zu zweit? Sind das immer Pärchen, die spielen? Es gibt so viele Pärchen, dass ich einfach so denke, wieso ist das denn so, dass alle zu zweit immer leveln? Ja, da bekommt man eigentlich nicht so viel. Ja, man hat ja einfach, ja, Unterstützung hat man und dann levelt man natürlich auch schneller mit einem Beschwör. Aber meistens ist es aber auch gar kein Beschwör dabei. Also, wo waren wir? Also, dass ich da schon mich ein bisschen gewöhnen musste an die Lamais. Und ja, ich denke, der Einstieg war schon ein bisschen ziemlich hart. Wusste gar nicht, dass Regnum so gut ankommt. Also, dass ich überhaupt meine Videos gefunden werden durch die Uninteressenten. Also, dass das Spiel einfach nicht gerade so viel Hype auslöst. Finde ich gut. Also, ich bin ja eher der Retro-Spieler und der nicht so gehypte Spieler. Und deshalb finde ich das gut, dass ich da auch heutzutage noch ein bisschen Erfolg habe. Und es auch euch ja auch gönnen kann. Weil ich mache gerne Sachen, die ihr gern habt. Und ja, Livestreame. Natürlich das, was ihr sehen wollt. Nicht das, was ich spielen möchte. Also ich bin ja ein. Ich spiele alle Genres, ich spiele alle Typen. Das ist eben das. Aber auch mehr Rollenspiel halt. Also, dass ich auch Rollenspiel machen kann. Dass ich mich in den Charakter versetzen kann oder ja, ihr auch mitspielen könnt, das ist für mich wichtig. Also wenn ihr mir unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Weise machen. Das Beste wäre natürlich Kommentare schreiben. Das Zweitbeste wäre vielleicht liken oder so, damit die Videos mehr ankommen, also den anderen Zuschauern mehr ankommt.
dann halt unterstützen mit Spenden oder mit Tipps. Und ja, also Spenden-Button ist immer unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch Bits spenden, glaube ich. Und sonst werden wir das einfach einstellen für euch. Genau. Ja, und mal schauen, wie es dann wird, wenn ich Level 60 bin. Zu einem der ja, besseren Equipten zählen kann. Ich denke aber eher nicht. Ich werde immer unterequipped sein. Aber vielleicht unterstützen mich dann mehr Leute. Vielleicht mit Items oder so, damit die Livestreams besser werden und die Let's Play Parts. Ja, Hut der Reinheit, okay. Aber auch in Weiß. Nee, Gelb. Wow. Wow. Ja, wow. Ist nicht viel besser. Ah, noch ein Streitkolben mit Nägeln. Ja, der ist aber nicht so gut. Stärke braucht man eigentlich nicht so dringend. Also Stärke macht halt einfach zu wenig. Also ich tue sicher dann noch ein paar noch Livestream. Ich weiß nicht wann. Ja, bist du schnell? Was ist denn dir geschehen? Drachenhelm. Das ist er. Da hat noch einen Namen. Ja, Ritter. Auch zu verkaufen, das ist nicht. Also ich könnte wirklich den Ritter auch noch hochleveln, aber das mache ich nicht. Also wenn, dann wirklich nur zum Zeigen von Reichsschlachten. Aber ich habe dann einfach zu wenig Einfluss auf den Kampf. Ich möchte schon killen können. Also ich möchte schon mehr killen können und dafür nicht so stark sein. Und dafür auch ein spannendes Spiel zeigen. Also jetzt mit dem Ritter immer alles auszuhalten können. Ja, die Ritter sind halt meistens einfach zu defensiv. Und das macht für mich nicht so der Spaß aus. Es passiert echt nichts. Syrtis hat das Herbert Fort eingenommen. Wow. Das ist passiert. In der halben Stunde. Wow. Okay, viel Spaß in der Warzone, aber es passiert einfach viel zu wenig. Also ich kann jetzt kaum etwas machen in der Warzone, weil ich einfach noch zu schwach bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss echt auch Warzone machen, damit ich überhaupt levele, weil ich levele viel zu langsam. Auch mit dem Drop Boost. Also eventuell heute Warzone und morgen leveln oder umgekehrt. Nee, das ist nicht so gut. Ja. Ich werde es unten noch in die Kommentare schreiben, was ich dann mache. Bin ein bisschen am Grübeln, was am besten wäre, weil ich will euch natürlich schon ein bisschen etwas zeigen, dass ich auch ein bisschen vorwärts machen kann. Aber wenn jetzt nicht so viel los ist im Warzone, eher am Abend, dann tue ich lieber dann noch einen XP-Booster einsetzen und dafür weniger Warzone kämpfen und also mehr Monster besiegen. Oder auch mehr Warzone machen und nebenbei noch XP-Booster. Irgendwas so. Also der Ding ist gespeichert, die Skillung. Dann noch ein bisschen extra skillen und dann eigentlich auf den Weg zur Warzone machen. Ja, das mache ich nachher gleich und dann kann ich livestreamen von mir aus. Aber jetzt droppt gerade wieder nichts mehr. Ein Elfenpfeil, also das ist schon länger her. Genau. Ja, gleich mal das Inventar noch raus. Ja, verkaufen die Sachen. Jetzt ist eigentlich wieder ruhig. Die sind immer nur ganz am Anfang vom Strand am Level. Und ich kann immer den restlichen Strand machen. Finde ich immer so lustig. Dass hier einfach nie was los ist. An diesem Gurkenende. Ja, aber ich kille auch schnell aus, die Leute. Deshalb bin ich da natürlich schon ein bisschen am mehr Nerven für die anderen. Wieso sind die Monster einfach nicht häufiger? Es ist immer so ein Battle, ja, wer levelt gerade besser oder schneller.
Und das ist einfach nervig, weil viele haben top-equipte Charakter zum Level, die haben Items. Und das möchte ich eigentlich auch gerne schon haben. Einfach das Spiel ist ein bisschen zu itemlastig am Anfang. Also, dass man wirklich, oder auch am Ende, aber dass man echt extrem angewiesen ist, etwas Gutes zu haben. Sogar Drop-Booster benutzen muss oder so. So Items finden. Ich finde, das Spiel hat einfach ein bisschen gemein im Nachhinein. Aber dafür macht es auch gut Spaß. Also. Lieber so ein Spiel als irgendwie so ein mega stressiges Spiel, wo man die ganze Zeit Monster killt. Lieber ein gemütliches und tolles Spiel. Das gefällt mir lieber. Oh, nochmal ein Glitchstab. Ja. Liebe Entwickler, macht doch mal ein bisschen bessere Qualität bei den Monstern und Drops. Dann kann, muss ich nicht immer enttäuscht sein. Ja. Ich könnte alleine viel mehr entwickeln wahrscheinlich, als die mit 20 Leuten oder noch mehr. Weiß nicht, wie viele Leute das sind. Wahrscheinlich so zwei oder drei nur. Gut, also dann ist der Part leider auch schon wieder vorbei. Aber im Livestream, ich denke täglich sogar. Und eventuell halt manchmal nicht, aber das ist auch wegen dem Sport und so, nicht wegen anderen Projekten. Die Leute denken heutzutage bei meinem Kanal manchmal, ich würde andere Projekte einfach nicht mehr wollen oder so. Oder einfach andere, also beliebtere Projekte auf die anderen tun. Das mache ich nicht. Aber ich bin halt nicht immer so extrem motiviert, jetzt gerade ein Projekt auch so viel zu machen wie andere Projekte und so weiter. Also einfach schreiben, wenn ihr das mehr sehen wollt und ich mache es auch mehr. Das ist natürlich klar. Aber gut, das war's mit einem Monster Kill Völkchen. Also eine Folge, die ja eigentlich normal lang ist, aber einfach nicht so viel gemacht habe. Wegen dem Drop-Boost-Event, aber sonst mache ich natürlich viel lieber Warzone. Das Spiel macht es ja auch aus, in der Warzone zu sein. Und ja, dann kommt sicher morgen nochmals eine Folge. Und dann mal schauen durch die nächste Woche, was ich so geplant habe mit dem Sport. Und dann kann ich natürlich immer noch sagen, das und das und das. Gut. Bald geht es mir schon ein bisschen besser mit der Stimme. Aber, ja. Ich weiß, wenn ich in einer neuen Wohnung bin, dann bin ich auch weniger erkältet. Weil hier eine Heizung läuft unterhalb vom Haus. Das ist problematisch. Okay, dann auf Wiedersehen. Tschüss.